und herzlich willkommen beim Podcast Hochzeitstipps. Der Podcast für Menschen, die sich mit dem Thema Hochzeit beschäftigen. Hier gibt es Tipps, Ideen und Trends für deine Hochzeitsplanung und deinen Hochzeitstag. Und hier ist dein Experte, Daniel Contratio, der Hochzeitsfotograf. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hochzeitstipps. Und ja, uns beschäftigt schon seit mehreren Wochen ein übles Thema, und zwar der Coronavirus. Heute sprechen wir so ein bisschen darüber, weil ich denke, also da macht man sich schon dahingehend ein bisschen Gedanken bezüglich seiner Hochzeit, findet die statt, also je nachdem, wie viele Gäste ihr habt, 100, 200 oder vielleicht sogar mehr, beschäftigt schon einen der Gedanke, okay, wie handhabe ich das? Veranstalte ich die Hochzeit? Verschiebe ich die lieber? Also in Teilen Deutschland geht es eigentlich noch. Wir haben jetzt aktuell, ich meine, über 1000 Infizierte und 2 Tote in Deutschland. In Italien ist es ein bisschen mehr. Also was heißt ein bisschen mehr? Also Italien ist ein bisschen schlimmer davon betroffen. Also da gibt es inzwischen 9000 Infizierte und ich glaube etwas über 400 Tote. Der Norden Italiens ist richtig, richtig schlimm betroffen. Japan, China, USA, der Coronavirus verbreitet sich jetzt auch nach und nach mehr in Europa. Ja, und wir hoffen ganz Zeit das Beste, dass das nicht irgendwie eskaliert und noch mehr Infizierte daraus entstehen. Und ja, wie auch immer, also wir machen super viele Gedanken jetzt, was Hochzeiten angeht. In Deutschland, in Italien wurden jetzt auch schon ein paar Hochzeiten abgesagt. Also ich glaube, da im Norden ist es ganz schlimm. Also ich glaube, da werden keine Hochzeiten mehr stattfinden. Jetzt wurde auch noch, ich habe irgendwo gelesen von Katy Perry und Orlando Bloom, wurde die Hochzeit auch verschoben. Die wollten jetzt, glaube ich, zeitnah irgendwie in Japan heiraten. Die Hochzeit wurde jetzt auch verschoben. Hier in meiner Region kann ich auch was sagen. Also es gibt hier eine Location bei mir in hier Umgebung. Die wollten aus China Touris einreisen lassen, also über ein Reiseunternehmen. Und das findet jetzt auch nicht mehr statt. Das wurde von der Location komplett abgesagt, aber kann ich total verstehen, wenn dann die Leute aus China hier einreisen. Die sind ja am meisten gefährdet bzw. infiziert und da trifft man schon Sicherheitsmaßnahmen. Das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, genauso wie in Italien jetzt. Einreisebestimmung etc., Kontrollen nach Tschechien auch mittlerweile und. Also viele Länder haben jetzt schon mittlerweile verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Und ja, guckt als erstes auf jeden Fall, wenn ihr jetzt im Ausland heiraten solltet. Ich habe jetzt auch dieses Jahr nochmal eine Anfrage für Irland bekommen. Ich habe eine Anfrage für, auch Italien nochmal bekommen. Für Sardinien. Also checkt das am besten vorher ab, ruft an im Auswärtigen Amt, erkundigt euch da, wie momentan die Sachlage ist, was die empfehlen und vielleicht hält ihr auch nochmal Rücksprache mit euren Gästen, wie die das sehen, damit ihr das auch besser einschätzen könnt. Nicht, dass ihr auch dann Einladung verschickt und das genauer abspricht und der ein oder andere Gast sich denkt, okay, ja, das ist momentan nicht so gut, wir bleiben lieber zu Hause oder vielleicht kurzfristig sich so entscheiden und dann habt ihr auf jeden Fall 50% weniger der Gäste auf der Hochzeit. Das muss jetzt nicht sein, also hakt da am besten nochmal nach, holt euch auf jeden Fall eine Bestätigung, ob eure Gäste auch wirklich, wirklich zur Hochzeit kommen. Genau, also das würde ich euch auch als erstes auf jeden Fall empfehlen. Nächstes Wochenende ist eine Veranstaltung in Mainz. Und zwar bin ich auf einem Seminar, was ganzes Wochenende geht, Samstag und Sonntag. Und da werden definitiv, denke ich mal, so um die 2.000 bis 3.000 Menschen da sein.
Wie sehe ich das Ganze? Also ich werde sehr wahrscheinlich an der Veranstaltung teilnehmen. Also momentan bin ich nicht so anfällig dafür. Ich bin hauptberuflich und mache das hauptberuflich ja, Hochzeitsfotografie. Und für mich wäre es total schlimm, wenn irgendwas passieren würde, wenn ich dann halt auf einmal keine Hochzeiten mehr fotografieren könnte, weil ich dann vom Coronavirus irgendwie infiziert wäre oder sowas. Also ich mache mir dahingehend erstmal keine Gedanken. Also ich werde sehr wahrscheinlich an der Veranstaltung teilnehmen, wenn sie nicht abgesagt wird. Also es sind schon ein paar Veranstaltungen über 1000 Personen abgesagt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie jetzt gefestigt wurde, dass das jetzt deutschlandweit geht. Ich habe da, glaube ich, irgendwas von Fällen in München gehört oder in Bayern. Die Veranstaltung wurde jetzt noch nicht abgesagt. Also wenn sie abgesagt wird, dann sehe ich das auch ein. Aber solange da nichts unternommen wird, irgendwie vom Veranstalter oder von den Ämtern, dann, ja, dann passt das eigentlich soweit in meinen Augen. Macht euch da noch nicht zu verrückt. Also muss halt letztendlich jeder für sich selbst wissen. Ich meine, wenn man dann halt eine Hochzeit irgendwie mit 500 Gästen hat oder sowas, also da würde ich mir vielleicht doch schon ein bisschen Gedanken machen, ob vielleicht noch der richtige Zeitpunkt da ist, um die Hochzeit zu verschieben, auf erstmal unbekannte Zeit. Ob man noch nicht so weit in der Planung drin steckt. Ansonsten, genau, also das muss wirklich jeder für sich selbst wissen, wie er momentan mit dem aktuellen Thema zurechtkommt. Und ich handhabe das so, dass ich momentan noch viel rumreise. Ich treffe mich mit vielen Leuten zu den Gesprächen. Man achtet schon dann auch auf Kleinigkeiten, okay, jetzt nicht unbedingt denen die Hand schütteln oder so wenig Kontakt wie möglich, Hände desinfizieren, waschen, also da kann man so kleine Maßnahmen schon ergreifen, um dann halt nicht irgendwie mega zu eskalieren. Genau, aber wie gesagt, also ja, guckt das erstmal für euch selbst, ob ihr mit eurem Gewissen das vereinbaren könnt. Wie gesagt, macht euch da aber auch nicht zu verrückt. In Deutschland hält sich das alles noch in Grenzen, wenn man bedenkt, also statistisch über 1000 Leute infiziert, davon zwei Tote. Es ist schlimm, aber wenn man sich andere Statistiken anguckt, Autounfälle, Arbeitsunfälle, Haushaltsunfälle und, und. Also da ist es weitaus mehr als jetzt der Coronavirus. In anderen Ländern sieht es anders aus, aber schaut erstmal, wenn ihr in Deutschland heiratet, dann würde ich das jetzt an eurer Stelle noch nicht absagen, wenn das jetzt von den Dritten irgendwie nicht ausfällt. Genau, aber nichtsdestotrotz im Ausland heiraten, einfach nochmal erkundigen, auswärtiges Amt etc. Wenn ihr euch dann noch unsicher seid, ich würde gerne diese Podcast-Folge und das macht am meisten Sinn, denke ich mal, wenn wir über dieses Thema sprechen, dass wir auch zusammen mal kommunizieren und sprechen und ihr auch mir mal sagt oder schreibt, also schreibt mir ruhig bitte eine E-Mail. Ich würde mich unheimlich freuen oder gebt mir Feedback, egal in welcher Weise, gerne auch eine WhatsApp, schickt mir eine WhatsApp und ich würde mal gerne wissen, ob ihr dieses Jahr noch heiratet. Wenn ja, oder nächstes Jahr, wenn ja, wo? Das würde mich unheimlich interessieren, mal das zu erfahren und wie ihr euch ja aktuell, wo ihr euch in der Planung aufhält und wie eure Meinung dazu ist. Dann können wir gerne uns austauschen. Ich würde vielleicht noch mal nächste Woche noch mal eine zweite Folge einleiten. Muss ich mal schauen, ob ich dann genügend Feedback, Resümee bekomme. Dann können wir auch nächste Woche gerne nochmal darüber sprechen. Ihr könnt mich auch fragen zu irgendwas. Also dann nehme ich das nochmal mit in die Folge rein. Wichtig ist, dass ihr ja, dass ihr mir da einfach Feedback gibt und ich euch da ein bisschen dahingehend helfen kann. Ich habe dieses Jahr sind es, glaube ich, schon 20 Hochzeiten, die ich begleite. Die Paare sind momentan, also ich habe da noch nichts gehört, noch recht entspannt. Genau, nichtsdestotrotz, bitte, 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 gebt mir Feedback. Es wird mich unheimlich interessieren, wie ihr über das Coronavirus denkt,
ob ihr euch da verrückt macht oder auch eher erstmal entspannt seid und das Ganze abwartet. Wo die Hochzeit stattfindet, sagt mir, wo die Hochzeit stattfindet, ist es im Ausland? Wenn ja, wo? Vielleicht habt ihr euch auch schon intensiv mit dem Thema beschäftigt, weil ihr zeitnah schon heiratet und habt den einen oder anderen Tipp für das Brautpaar. Also ich würde mich unheimlich freuen, gebt mir Feedback und dann sprechen wir darüber. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch zusammen. Das wird cool. Und wie gesagt, macht euch nicht zu verrückt wegen den Coronavirus. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Hochzeitsplanung und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Das war's schon wieder mit der neuen Folge von Hochzeitstipps. Wenn es dir gefallen hat, freut sich Daniel über ein Abo. Für weitere Informationen rund um das Thema Hochzeit besuche seine Homepage www.dacro-photography.de. Danke und bis zum nächsten Mal.